Wolfuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Dynamo Dresden gegen Jan Regensburg. Also ich freue mich auf dieses Spiel, Wolf. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. So sieht heute die Aufstellung der Gäste aus. Niklas Hauptmann! Diese Chance haben sie mehr oder weniger verschenkt. Genauso ist es, Wolf. So einfach dürfen sie es ihm nicht machen. Ecke kommt lang. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Und das ist natürlich weit am Tor vorbei. Ja, das ist harmlos. Können wir nicht anders sagen. Sie haben die Chance. Es läuft für sie. Früh gehen sie hier in Führung. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da fangen sie den Pass ab. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Er hat den Ball. Gute Aktion. Hermann. Er lässt sich da nicht aufhalten. Den Zweikampf führt er sehr gut. Sah vielversprechend aus, aber klar, das dürfte gelb geben. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Sie holen sich hier den Ball. Guter Vorstoß jetzt. Hätte mehr draus werden können. Vielleicht sogar müssen, aber es gibt Abstoß. Was geht der für ein Risiko? Jetzt könnte er gelb-rot bekommen. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Das sieht vielversprechend aus. Der Angriff könnte was werden. Super Szene, super Tor, was für ein Volley. Spielstand 2:0, im Moment läuft es natürlich für sie. Ballverlust.
Na, ist ein gefährlicher Steilpass. Pfiff kommt sofort abseits. Keine gute Aktion, wieder Ballverlust. Sie haben den Ball und sie schauen immer wieder, wo sind die Nebenleute. Oh, er ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Die Ecke kommt rein. Tor, drin ist er. Anschlusstreffer. Und wer dachte, das Ding hier ist schon durch, der hat sich getäuscht. Sie sind fast wieder drin in diesem Spiel. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Niklas Hauptmann. Kutschke. Ah, guter Steilpass hier. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Vielleicht der Ausgleich. Ballgewinn Jan Regensburg. Er bekommt Hilfe. Wieder das Foul. Hat er schon gelb in dieser Partie? Schlägt den Ball rein. Der Ball ist im Aus. Es geht hier mit Abschluss weiter. Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. Kutschke. Riesenparade. Verhindert hier das Gegentor. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand. Aber das war natürlich eine hundertprozentige. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Von dort zu schießen war bei aller Vorsicht vielleicht nicht die beste Option. Auf jeden Fall kein Problem, den Ball abzuwehren. Schön diesen Pass abgefangen. Da kommt der Schuss. Gehalten, aber sonderlich schwierig war das am Ende. Ja, dann auch nicht. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Das macht er gut. Was für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper, sensationell. Ecke kommt lang. Aber dann sind sie doch nicht entschlossen genug. Wir sind am Ende dieser ersten Spielhälfte angelangt und im Moment liegt die Mannschaft mit der besten Heimbilanz hier vorne. Sie führen also und auch wenn... Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Den Ball holt er, gut verteidigt. Da ist die Flanke. Ball ist weg, kommen Sie vielleicht noch mal ran. Da haben Sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Sie kommen nicht durch, gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Ah, das ist schon sein zweites Tor heute. Klasse Auftritt von ihm natürlich. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1.
einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Dribbelt nach innen. Gefährlich. Kein Problem, ganz sicher. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil, vielleicht können Sie das jetzt nutzen. Aber jetzt bekommen Sie dann doch den Freistoß. Der Ballverlust. Einen Moment unaufmerksam, weg ist er. Hereingabe auf den langen Pfosten. Tor, da ist es. Die bekommen heute nicht genug. Sie erhöhen damit schon auf 3 Tore Vorsprung. 4-1 jetzt also. Jetzt der Ballverlust. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Oh, ganz alleine. Sie machen sofort Druck und dann der Ballgewinn im Angriffsdrittel. Kurze Unterbrechung. Der Ball ist im Seitenaus. Dresden kann über außen kommen. Flanke abgeblockt. Und das gibt Eckball. Es wird hier einen Wechsel geben. Die Ecke kommt rein. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann dieser Kopfball, schön durchgesetzt und der ist am Ende nicht zu halten. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Machen Sie gut, Ball erstmal weg. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzt, so kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Ah, das war natürlich nicht gut. Erster Fehler, dann die Parade. War alles drin in der Szene. Aber ich glaube, diese Szene wäre vermeidbar gewesen. Vielleicht eine kleine Unkonzentriertheit. Das ist kein Ball, der für große Torgefahr sorgt. Frühes Stören jetzt. Er spielt den Ball raus. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Eck in den Strafraum. Da ist er da. Den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Chance jetzt den Ball rauszuspielen. Mit etwas weniger Power geht der rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Schönes Pressing jetzt. Jetzt in der Anspielstation. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit.
Sauberes Tackling von ihm. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Kein Tor, er setzt den Ball daneben. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Da ist der Ball weg. Jetzt bekommen sie den Freistoß. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Den Ball holt er gut verteidigt. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche Führung. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung und dabei sind sie schon in Unterzahl. Ja, da muss jetzt auch irgendwas vom Trainer draußen an der Seitenlinie kommen. Die müssen einen kühlen Kopf bewahren. Ballbesitz ist weg. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Hereingabe in die Mitte. Und jetzt ist der Ball geklärt. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Gute Parade. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Ball wird abgefangen. Guter Vorstoß. Jetzt die Flanke an den langen Pfosten. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen. Und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter. Da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Könnte gefährlich werden. Schluss, aus, das war's in dieser Partie und die Heimmannschaft geht am Ende hier siegreich vom Platz. Das war eine klasse Leistung heute, am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Er hat hier überragend gespielt und damit natürlich einen großen Anteil am Sieg. Er dürfte zufrieden sein. Sie haben die Chance. So Leute, das Spiel ist vorbei. 5-1 für Dynamo. Also ich habe ja auch in Regensburg gespielt, da konnte ich nicht nach uns rauskommen. Aber Paul Will ist gleich vom Platz geflogen. Kutschke, wie viele Tore? 3er oder so? Mal sehen, wie es heute Abend wird. Ja, Trojaccia eine super Parade und den genau. Rest seht ihr halt im Video. Mal sehen, wie es ja heute Abend wird. Wenn das ja genauso ausgeht, dann kriege ich 50 Euro. Renne ich nackt durch Dresden. So, viel Spaß.